So. Nehmen wir unsere normalen Teammitglieder jetzt wieder mit. Ich meine, alle Pokémon haben schon ein Level Up bekommen. Bis 25. Und wir haben einen weiterentwickelten Zatanna für diese Folge. Und dann wird es natürlich zu einem Gengar. Und in diesem Sinne, bam, Fischens, willkommen in einem neuen Let's Play von Pokémon Strand Diamant. Ich bin zur Octagon alias Octa. Das letzte Mal haben wir nach Absol gesucht und haben versucht, Zatanna weiterzuentwickeln, was uns natürlich gelungen ist. Und Zeitinfo, das ist auf jeden Fall die erste und einzige Folge mit der letzten, in der wir Alpolo sehen werden. So, ich mache einen Screenshot. Ihr wisst, alle, die mich kennen, Zuschauer, die mich kennen, wissen, ich bin ein extremer Ding. So, Leute, hat mein Energy-Pferd getrunken. Ein Symmetrie-Wahnsinniger. Und wenn die Symmetrie stimmt, bin ich super glücklich. Und das ist eine perfekte Symmetrie für mich. So. Ich weiß zwar, dass Gohan dran ist, aber wie gesagt, Zatanna sehen wir nur noch in dieser Folge. Also werden wir uns bemühen, alles mit Zatanna zu machen, so gut es geht. Mashok! Und los, Zatanna! Finsterfaust! Dankeschön! Ich liebe, by the way, Alpolo, und ich glaube, jeder, der die erste Pokémon-Generation als Anime angeschaut hat, liebt ihn und hasst Ash dafür, dass er ihn einfach hat ziehen lassen, sag ich mal. Kleinstein. Okay, Zatanna, Finsterfaust. Okay, machen wir Bürde, damit es schneller vorbei ist. Und zack. Gohan hat ein Level abbekommen. Spezialangriff, Angriff und Initiative haben sich verstärkt für Schlinz. Und wie gesagt, wir haben einen echt guten Pampyro bekommen. Offenlegung ist gut, aber Verhöhner gefällt mir viel lieber, also behalte ich es mir auch derweil. Oh mein Gott, Absol, bitte zeig dich endlich. Die Zuschauer wollen dich auch endlich sehen. Oh mein Gott, okay, es ist kein Absol da. Machen wir es einfach schnell, Fischlins. Hin und wieder werde ich natürlich kämpfen. Wablo wird bestimmt gute Erfahrungspunkte geben. Soweit ich weiß, ist es Flug. Aber wenn es auch normal ist, weil das weiß ich jetzt nicht, die Entwicklung ist, ja, es ist auch normal. Ist aber kein Problem für Schlinz, denn als nächstes, glaube ich, ist Antonia dran, glaube ich, aber ich schaue mir mal alle an. Piepmatz. Nope. Mein Zweitlieblings-Pokémon in meinem Team für Schlinz. Und zwar Staravia, alias Piepmatz. Okay, das war ein Volltreffer.
5-mal getroffen, nett. Okay, jetzt sind wir dran, Fischlins. Flügelschlag und auf Wiedersehen. Ich merke, dass Ding bis jetzt kein Aero Ass gelernt hat. Das ist so eine Muss-Attacke für mich bei Staravia. Leute, die Pokémon Revolution gespielt haben, Battle Revolution, werden wissen, warum für mich es monumental ist, dass ein Staravia und ein Staraptor ein Aero Ass haben müssen. So. By the way, falls ihr euch Battle Revolution zulegen wollt, die, die es noch nicht gespielt haben, das Spiel ist an sich ganz klasse, aber ihr solltet auf jeden Fall eine DS haben und wenigstens Diamant, Perle oder Hardgold oder Soul Silver haben. Dann habt ihr viel mehr Spaß an dem Spiel, als wenn ihr es ohne macht. Es ist nicht wert, es ohne diese Spiele zu kaufen. Denn die Spiele werden quasi unspielbar. Oder unspielbar nicht, aber ihr werdet kaum Pokémon sehen dort drin. Mehr möchte ich euch nicht sagen. Ihr werdet es schon herausfinden, wenn ihr es kauft. Und hört einfach auf den Rat eures Oktas und kauft das Spiel nicht, bevor ihr nicht wenigstens Diamant, Pearl oder Hardgold oder Soul Silver habt. Das ist absolut wichtig. Und eine DS. Absol! Ich weiß sogar, wie ich es nennen werde. Okay, ich benutze mal Piepmatz. Ein Ruxukip wird es bestimmt nicht töten. Bitte töte es nicht, Piepmatz. Nein! So, Ruckzuckieb. Stirb nicht! Oh mein Gott, super. Das sollte reichen, Fischlins. Wir werden zwar immer noch Schwierigkeiten haben, es zu fangen, aber es ist wenigstens geschwächt. Das macht es ein wenig einfacher. Ja, perfekt. Ich habe das Geschlecht nicht gesehen, Fischlins. Piepmatz hat ein Level-Up bekommen, KP und Initiative sind hochgestiegen. Möchte ich Absol einen Namen geben? Jo, und zwar Omen. Da es ja der Vorbote der Omen ist, immer auftaucht, wenn sich irgendein Omen zeigt. Es spürt zum Beispiel, wenn wenn Naturkatastrophen oder so sich nähern. Das bedeutet, das Pokémon ist quasi ein Omen und wenn es kommt, gibt es Naturkatastrophen. So. Speichern wir zur Sicherheit, weil wir haben echt lange danach gesucht. Es ist jetzt blöd, wenn es abstürzt und alles war umsonst. Und jetzt suchen wir noch Togepi. Dann gehen wir kurz rauf, Fischlins. Und spielen die Story ein bisschen weiter, weil wir haben kaum Geld und wir brauchen Geld, um, ihr wisst, Pokébälle zu kaufen. Trassler brauche ich zwar nicht, aber lass uns trotzdem gegen Trassler kämpfen.
auch wenn es ein bisschen ein blödes... Oh mein Gott, was ist los mit mir? Auch wenn es ein bisschen eine blöde Idee ist, da beide Psycho-Pokémon sind. Schauen wir, welches Psycho-Pokémon stärker ist. Los, Konstantin. Jetzt ist Trasso dran. Und es ist konfusiert worden. Und weg ist es. Oh, warte, mit euch kann ich ja trainieren. Weil Simsala sollte keine großen Schwierigkeiten haben. Gegen Gastrodon. Konfusion, Konstantin! Oh yeah, ich liebe dich, Mann. Hau dich selber. Blöd. Aber egal, Härtner bringt sich nichts bei Simsala, weil das verstärkt deine physische Verteidigung und nicht deine psychische. Und weg ist Gastrodon. Oh yeah. Level up. KP, Spezialangriff und Initiative sind gestiegen, was gut ist. Denn es ist jetzt schnell und stark und das ist ja normal bei Simsala und auch bei Gengar. Du hast schon ein Level Up. 400. Also ist eh Alpolo dran, okay. Schauen wir mal, ob ich irgendwie Aether oder so habe. Oder ähnliches. AP Plus ist nicht sowas. Ja. Da müssen wir versuchen, ohne Bürde klar zu kommen. Da das Pokémon Schwebe besitzt, wird es nicht mehr von Erdattacken getroffen. Es sei denn, man überbrückt es irgendwie, aber man muss die Fähigkeit haben oder eine Attacke einsetzen, die das kann. Sowas wie Felswurf, glaube ich. Oh. Ich glaube nicht, dass uns das tötet, Fischlins. Und bam! Da fehlt nicht mehr viel. Wisst ihr was? Ich gehe kurz rauf. Nein, rauf. Ja. Heile unsere Pokémon, weil Bürde ist eine verdammt gute Fähigkeit für Schlins. Und dann gehen wir wieder zurück. So. Wie viel Kohle habe ich? 660. Habe ich irgendwas Wertvolles, das ich verkaufen kann? Nö, aber ich könnte welches ausgraben. Dafür muss ich aber runter. Ich zuck gleich aus. So. Fischens, ich werde noch ein Part machen. Das bedeutet, wir haben noch ein Part Alpolo. Eigentlich wollte ich aufhören. Aber ich habe einfach zu viel Spaß an der Suche nach Pokémons. Pokémon, sorry. Eigentlich hatte ich das auch gespeichert, wo genau man was finden kann. Leider ist mein Tablet, iPad nicht da. Keine Ahnung, wo ich es hingelegt habe.